Willkommen zum ersten Video von New Super Mario Brothers mit Stimme, denn ich werde jetzt, ich habe beschlossen, einfach jetzt alle meine Videos-Parts, was auch immer, mit Stimme zu machen. Ja, auf jeden Fall, im letzten Part habt ihr in Welt 4 den Endboss da gesehen, den Mega-Gumba. Und jetzt geht's weiter in Welt 5 mit dem dritten Geist aus in New Super Mario Brothers. Ja, ich bin gerade noch Mini-Luigi. Deshalb hole ich mir hier die tolle Feuerblume. Und hier, in dem Level, sind ganz viele so Geister. Ich nenne die mal Geisterboxer. Das sind halt einfach irgendwelche Boxer mit so einem komischen Laken über dem Kopf. Die halt total ausrasten, wenn sie uns sehen. Und den hier müssen wir halt hier rauslocken. Und halt, falls ihr an die erste Sternmünze zu kommen wollt, müsst ihr auch hier unten den hier unten hinlocken, damit euch das da zerstört und euch dann kommt ihr hier mit Wandsprung da oben zur ersten Sternmünze. Aber mit den Sternmünzen will ich euch das jetzt auch gar nicht hier so direkt sagen. Ich will es ja nur so zocken, ne? Und halt mit drei Sprüngen auf dem Kopf erledigt ihr die Geisterboxer. Hier habe ich ja auch schon mal ein Video für Master Burak 11 gemacht mit den ganzen Secret Exits, den Geheimausgängen. Da kam es ja auch schon vor. Aber da habt ihr diese Passage hier nicht gesehen. Mit dem komischen Freefall Tower. Also für mich ist es hier ein Freefall Tower, wie man es zum Beispiel hier bei mir in Hamburg vom Hamburger Dom kennt, ne? Oder bei euch dann ja im Jahrmarkt oder so. Also falls ihr noch nie in Hamburg wart, kommt nach Hamburg und besucht unbedingt den Hamburger Dom. Wollte ich nur mal so gesagt haben, also. Der ist noch ziemlich fies, der Buhu. Da bin ich schon öfters drauf reingefallen. Naja. Das war's auch schon. Das dritte Geisterhaus in New Super Mario Brothers. Erfolgreich mit Luigi und 8000 Punkten an der Fahne. Abgeschlossen. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video oder Part von New Super Mario Brothers, wo es dann hier weitergeht. Mit dem Castle und einem ganz besonderen Boss-Battle gegen einen urkomischen Boss. Stellt euch drauf an. Ein. Im nächsten Part, Leute. Also, ciao. Ehrlich, das ist